Ghost Recon erhält NFTs. Stalker 2 sollte kurzzeitig NFTs bekommen. Steam verbietet Spiele mit NFTs. Der Xbox-Chef sagt, dass man Spieler mit NFTs abzocken will. Und EA hält sie für eine ganz tolle Idee. Was NFTs eigentlich sind, was sie mit Blockchain und Kryptowährung zu tun haben und wieso man als Gamer damit konfrontiert wird, das wollen wir euch mal in unserem ausführlichen Special erklären. Werfen wir zuerst einen Blick auf Ghost Recon Breakpoint. Ubisoft verkündete stolz, dass es jetzt NFTs in dem Spiel gibt, in Form von Skins. Kosmetische Gegenstände sind jetzt aber wirklich nichts Neues. Was hat das also mit NFTs zu tun? Non-Fungible Tokens sind virtuelle, nicht austauschbare Gegenstände. Dabei kann es sich um eine Waffe in einem Spiel handeln, ein Musikstück oder ein Bild. Im Spiel Blankos Block Party sind beispielsweise alle Spielfiguren NFTs. Im Gegensatz zu anderen Daten können die auch nicht einfach so kopiert werden, auch nicht von den Entwicklern selbst. Sie besitzen eine Lizenz und Metadaten, die sie als das Original ausweisen. Daher sind NFTs auch immer in begrenzter Stückzahl vorhanden, da jedes manuell hergestellt werden muss. Sind die Skins also ausverkauft, gibt es jetzt nicht einfach so neue. Diese Begrenzung ist in Kombination mit der Nachfrage das, was ihm den Wert beimisst. Ähnlich wie bei Gemälden in der echten Welt hat nur das Original einen Wert. Bei NFTs ist es aber bedeutend leichter festzustellen, wer das Original gerade besitzt, da die Daten nicht gefälscht werden können. NFTs sind so gesehen Sammlerstücke und sämtliche Preisschwankungen rein spekulativ. Wollte jeder die Skins von Ubisoft haben, obwohl sie ausverkauft sind, würden sie bedeutend teurer weiterverkauft. Doch obwohl NFTs oft für Unsummen über den Tisch gehen und sich ein inzwischen großer Markt an Kryptospielen entwickelt hat, konnte Ubisoft kaum einen ihrer NFTs verkaufen. Ein Grund mehr also, um skeptisch zu sein und die großen Fragen aus Gamersicht zu stellen. Ist das überhaupt sicher? Was bedeutet das für die Umwelt? Kann mir das nicht egal sein? Wo sind die Grafikkarten und überhaupt, was ist das eigentlich? Wer das NFT besitzt, wird von vielen Leuten auf einmal kontrolliert durch die sogenannte Blockchain. Jede Kryptowährung besitzt eine eigene Blockchain, die auf verschiedenen technischen Systemen beruhen. Grundsätzlich handelt es sich dabei immer um ein Datennetz aus sehr vielen Computern. Jeder, der sich hier beteiligt, überprüft bei jedem Verkauf mit, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Es gibt also keine einzelne, eventuell fehlerhafte Zentrale, bei der geprüft wird und bestimmt wird, weswegen man hier von dezentral redet. Dem großen Vorteil von Blockchain. Wer sich am System beteiligt, bekommt für jede Validierung einen Bruchteil an Kryptowährung, weswegen man hier auch vom Mining redet, also dem Generieren von Kryptowährung durch Rechenleistung. Da sehr viele Computer an das System angeschlossen sind, werden große Mengen an Strom verbraucht, was der Währung Bitcoin regelmäßig vorgeworfen wird. Bitcoin beruht dabei auf dem System Proof of Work. Hier bekommen alle Computer für jede angefragte Transaktion eine Rechenaufgabe. Der am schnellsten die Aufgabe lösen kann, gibt sie ins System, woraufhin alle anderen Rechner die Lösung überprüfen müssen. Der Rechner, der die Aufgabe gelöst hat, bekommt den Zuschlag, darf also die Transaktion an die Blockchain anhängen und sie verlängern. Die Aufgabe existiert nur, damit das System nicht ausgetrickst werden kann. Wenn jemand eine falsche Transaktion einspeisen würde, müsste er dafür sorgen, den Zuschlag zu bekommen, was sich aufgrund der hohen geforderten Rechenleistung nicht lohnen würde. Als Maßstab sagt man, dass eine Bitcoin-Transaktion so viel Strom verbraucht, wie ein durchschnittlicher Haushalt in 5 bis 6 Wochen an Strom verbraucht. Bei Proof of Stake kommt es wiederum nicht mehr auf den schnellsten Rechner an, sondern darauf, wer am meisten von der Währung besitzt, die gerade gehandelt wird. Unter den Leuten mit den meisten Anteilen wird dann ausgelost, wer die Transaktion validieren darf und bekommt daraufhin eine Belohnung in Form von Transaktionsgebühren. Gesichert wird das System dadurch, dass fehlerhafte Validierungen abgestraft werden und man etwas von seiner Währung abgenommen bekommt, auch bei unabsichtlichen Fehlern. Da sich hier wesentlich weniger Leute beteiligen müssen, sind Kryptowährungen auf dieser Basis sehr effizient. Die Währung Tezos, die von Ubisoft benutzt wird, beruht auf Proof of Stake und verbraucht für einen Vorgang 25 Millionen Mal weniger Energie als Bitcoin. Die in Kryptospielen beliebteste Währung ist Ethereum. Sie basiert auf dem Proof of Work-Prinzip, ist aber noch bedeutend umweltfreundlicher als Bitcoin. Aktuell arbeitet man daran, dass ein Teil der Transaktionen über eine neue Blockchain laufen, die auf Proof of Stake basiert und bedeutend umweltfreundlicher ist. Das Problem von Ethereum ist aber noch ein ganz anderes.
Proof of Work bedarf nämlich einer starken Rechenleistung, um sich beteiligen, minen und Geld verdienen zu können. Für Bitcoins werden mittlerweile eigene Geräte gebaut, sogenannte ASICs, Application Specific Integrated Circuits. Zu Deutsch handelt es sich dabei um ein Bauteil, das für einen ganz bestimmten Vorgang bestimmt ist. In diesem Falle die Aufgabe, die Bitcoin-Blockchain zu lösen. Die gibt's für Ethereum zwar auch, die sind allerdings bedeutend weniger effizient. Daher entscheiden sich viele für die Alternative: Grafikkarten. Die haben nicht nur den Vorteil, jede Art von Kryptowährung minen zu können, sondern die haben auch noch den sagenhaften Vorteil, eine Grafikkarte zu sein. Damit kann man sogar spielen. Das ist besonders für private Kryptominer interessant, sorgt mit dem aktuellen Aufstieg von Ethereum letztlich aber dafür, dass die Preise für hochwertige Grafikkarten in astronomische Höhen steigen und da bleiben. Der Begriff Crypto-Gaming taucht immer wieder auf, ist aber irreführend, denn er suggeriert, dass man durchs Zocken vom Spiel selbst Kryptowährung bekommen kann. Ja, man kann in bestimmten Spielen NFTs erspielen, meistens nach vorheriger Investition, und die dann auch an andere Spieler verkaufen. Der Ertrag hängt von spekulativen Faktoren ab, wie dem Kurs der Währung, Angebot und Nachfrage. Das System trägt den griffigen Namen Play to Earn. Ein Beispiel für so ein Spiel ist Axie Infinity, bei dem man mit Pokémon-artigen Figuren gegeneinander kämpft, sie züchtet und schließlich verkauft. Bevor man das Spiel starten kann, muss man aber zuerst selbst Axies kaufen, die für einige hundert Dollar über den Tisch gehen. Zum Züchten, also dem Geldverdienen, braucht man außerdem Liebestränke, die man durch Kämpfe gewinnt und in regelmäßigen, dafür seltenen Abständen vom Spiel geschenkt bekommt. Da sich jedes Axie nur 7-mal paaren kann, muss man stets abwägen, wann man verkauft. Starke Axies mit guten Werten und die wenig zur Züchtung genutzt werden, bringen mehr Geld ein. Theoretisch kann sich eine Einzelperson damit ein zusätzliches Gehalt erwirtschaften. Praktisch handelt es sich hierbei um ein spekulatives Geschäft. Die Preise sind von der realen Wirtschaft und der Spielerzahl abhängig und vom aktuellen Kurs der Kryptowährung Ethereum, die selbst ständigen Schwankungen unterliegt. Das Gameplay des Spiels tritt in dieser Form von Play to Earn in den Hintergrund und muss nur funktional sein. Zu komplizierte oder ausgefeilte Spielmechaniken würden das Geldverdienen erschweren und dem Prinzip des Spiels im Weg stehen. Darüber beschwert sich auch Max Nichols, einer der Entwickler bei Bungie. Die Motivation, ein Spiel zu spielen, weil alleine Spaß die Möglichkeit, macht, dass man Geld verdienen kann, sorgt dafür, dass der Spaß auf der Strecke bleibt. Fachlich redet man hier von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation beschreibt, ein Spiel zu spielen, weil man es eben selbst spielen will. Extrinsische Faktoren kommen dagegen von außen und werden für viele Spieler zum Hauptproblem, wenn es um Play to Earn geht. Der psychologische Effekt tritt schließlich auch ein, wenn man das gar nicht will. Es gibt bereits unzählige Play-to-Earn-Spiele, die dem normalen Gamer in der Regel egal sein können. Sie werden nur genutzt, um Geld zu verdienen und nicht, weil sie so ein tolles Spielerlebnis bieten. Auf Marktplätzen wie Gala Games gehen horrende Summen über den Tisch für die verschiedensten Handyspiele wie Town Star, wo Leute locker 6.000 Euro für einen Basketballplatz ausgeben. Aber hier handelt es sich ja um reine Spekulation mit begrenzten Gütern, der man doch einfach aus dem Weg gehen kann, oder? Ja, so einfach ist das leider nicht, denn immer mehr große Entwickler scheinen es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, das Metaverse zu erschaffen. Ein Ort, an dem Videospiele und die reale Welt verschmelzen. Die Idealvorstellung umfasst das Handeln von Ausrüstung über Spielegrenzen hinweg. Ein Schwert aus WoW, also zum Beispiel in Final Fantasy zu tragen. Oder das Lieblingsreittier immer an seiner Seite zu wissen. Eine Utopie, die nur dann Sinn macht, wenn wir alle in allen Spielen leben und wir niemals in einer PvP-Lobby landen, wo alle stärker sind als wir. Das Zukunftsgequatsche klingt zwar sehr unrealistisch, aber einige große Entwickler sind von der Idee unumstößlich überzeugt. Ubisoft redete noch während der Ankündigung ihrer gefloppten NFTs von einem Metaverse und großen Plänen. EA redet ebenfalls von einer Zukunftsvision und Square Enix veröffentlichte jetzt einen Brief zum neuen Jahr vom Präsidenten persönlich. Darin steht unter anderem, dass dezentrales Gaming, NFTs und Kryptowährung die Zukunft von Spielen seien. Bedenken von Spielern sind zwar verständlich, aber es gäbe auch Spieler, die etwas zum Spiel beitragen wollen. Eine neue Form von nutzergenerierten Inhalten soll es geben. Wie die aussehen sollen, verrät man aber nicht. Andere Entwickler und Gaming-Riesen sehen die Entwicklung sehr skeptisch. Xbox-Chef Phil Spencer redet von Ausbeutung der Spieler, bei Bungie fürchtet man, dass der Spaß am Spiel zu kurz kommt und Steam hat sogar alle Spiele mit NFTs aus dem Store geschmissen.
Die Good-Guy-Einstellung ist zwar löblich, doch mehr steckt kaum dahinter. Und wenn andere Firmen anfangen, damit Geld zu verdienen, ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch unter anderen Dächern die Stimmung kippt. Die Maßnahme von Steam war zwar sehr konkret, allerdings ist sie nicht davon motiviert, weil man das Konzept prinzipiell doof findet, sondern weil viele Spiele in dem Bereich schlicht und ergreifend Verarsche sind. Theoretisch sind NFTs vor Diebstahl sehr sicher. Die viel größere Gefahr geht eben von diesen Scams aus. Im Regelfall wird den Leuten dabei sehr viel versprochen und am Ende bekommt man nichts raus, obwohl man Geld investiert hat. Spiele, die von Ubisoft oder Square Enix entwickelt sind, betrifft das wahrscheinlich nicht. Andere NFT-Spiele aber durchaus. Ein bekanntes Beispiel ist der Titel Evolved Apes, das niemals verkauft oder überhaupt entwickelt wurde. Der Gründer Evil Ape verkaufte NFTs in Form von Affentokens, die dann in einem Kampfspiel integriert würden. 10.000 Affen treten gegeneinander an und nur der Stärkste kann sich durchsetzen. Nachdem sich der anonyme Gründer Evil Ape mit über 2,7 Millionen US-Dollar aus dem Staub machte und nicht mal den Designer der NFTs auszahlte, war klar, wer hier gewonnen hatte. Das hält Spieler aber nicht davon ab, weiterhin in NFTs von Spielen zu investieren, die noch gar nicht existieren. Im schon genannten Marktplatz von Gala Games erwirtschaftet zum Beispiel Peter Molyneux, der Macher von Black and White und Fable, über 50 Millionen Dollar für NFT-Grundstücke in einer Blockchain-Business-Sim, die noch auf unbestimmte Zeit in Entwicklung ist. Laut Website geht es im Spiel darum, ein wirtschaftliches Imperium durch Kreativität aufzubauen und Profite daraus zu schlagen. Echte Profite. Das beste und natürlich teuerste Grundstück bietet außerdem die Möglichkeit, schon bei der Alpha des Spiels dabei zu sein und, Zitat, den Markt zu dominieren, bevor die Konkurrenz überhaupt mit dem Handel angefangen hat. Ein zum einen recht unfairer Vorteil, zum anderen aber auch kostspielig. Dieses Stück Land gibt es im Spiel nämlich nur einmal und wurde für rund 800.000 Euro bereits verkauft. Natürlich kann sich Herr Molyneux nicht einfach aus dem Staub machen, schließlich ist er nicht anonym, aber es garantiert auch niemand, dass das Spiel gut wird oder überhaupt fertig. Bei jedem Investment sollten Spieler vorsichtig sein und Vorbestellen gilt inzwischen sogar als verpönt. Aber NFTs laden Scammer förmlich dazu ein, etwaige Unsicherheiten auszunutzen und beschädigen den Ruf der neuen technischen Entwicklung, bevor sie sich wirklich etablieren kann. Accounts hochziehen, seltene Gegenstände farmen und dann verkaufen ist keine sonderlich neue Entwicklung in Videospielen. Was NFTs und Kryptowährungen also bringen, außer Kopfzerbrechen, ist daher nicht so wirklich ersichtlich. Zumindest auf jetzigem Stand. Der große angepriesene Vorteil der Publisher ist, dass man die Gegenstände besitzt, sie auch weiterhin existieren, wenn die Server abgeschaltet werden und man sie weiterverkaufen kann. Ein Ingame-Gegenstand ist aber halt ziemlich nutzlos, wenn die Server abgeschaltet werden. Und die angepriesene Mechanik, einen Gegenstand in ein anderes Spiel mitzunehmen, funktioniert auch nur, wenn der Entwickler das beim neuen Spiel einbaut. Es würde auch funktionieren, wenn die Account-Daten gespeichert würden und man sie von Entwicklerseite einfach übertragen kann. Des Pudels Kern liegt an der Technik und wo die Daten gespeichert werden. Muss Ubisoft also selbst Server und Speicherleistung aufbringen, damit man seine Skins über mehrere Ghost Recon-Teile behält, oder wird alles dezentral gespeichert, ohne dass man sich jemals um die Daten kümmern muss? Theoretisch kann man auch Jahre nach einer Serverabschaltung die NFTs wieder integrieren und sie würden weiterhin funktionieren, sie haben ja nie aufgehört zu existieren. Der Sammlerwert würde sich wieder erhöhen und schon ist ein Grund geschaffen, NFT-Skins zu kaufen. Square Enix spricht von einem selbsttragenden Spielerwachstum, denn wo Geld zu holen ist, verirren sich immer mehr Leute hin. Also nein, als Spieler wird man NFTs nicht für immer aus dem Weg gehen können, ohne viele Titel auszugrenzen, deren Zahl steigen wird. Große Unternehmen sehen hier die Zukunft und das große Geld und wenn man sich den finanziellen Erfolg von bestehenden Kryptospielen anschaut, haben sie damit gar nicht mal so Unrecht.